Also, ich bin Beatrice und ich lese euch wieder eine Geschichte vor. Und heute ist das die Geschichte von heute. Seht ihr was? Ist das, dass es Heinrich will brüten, heißt die Geschichte. Und kommt euch dabei was komisch vor? Wer brütet denn eigentlich? Hühner oder Hähne? Hühner, glaube ich, oder? Der Hahn, das ist ein kleiner Hahn, der brütet normalerweise nicht so oft. Schauen wir mal. Das klingt doch toll, viel besser als gestern. Stolz sieht Heinrich sich auf dem Hühnerhof um. Haben das auch alle gehört? Haben alle bemerkt, wie schön er schon krähen kann? Aber die Hühner picken weiter nach Körnern und Käfern und beachten ihn kein bisschen. Mama nicht und Papa nicht und auch nicht die Schwestern und Tanten. Dabei hat er gestern nur ein paar ganz kleine Kick, Kick, Kick rausgebracht. Und heute Kick, 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 Kick. War das vielleicht nicht laut genug? Lauter geht das schon noch, weiß Heinrich. Papa kräht immer richtig laut. Und Heinrich bewundert ihn sehr dafür. Papa steht beim Krähen aber auch ziemlich weit oben. Meistens auf dem Zaunpfahl am Eingang zum Hühnerhof. Vielleicht hilft das ja. Ganz schön hoch der Zaun. Ganz schön weit unten der Boden. Wenn man da hinunterfällt, bricht man sich bestimmt die Federn. Die an den Flügeln und die am Schwanz bestimmt auch. Das tut dann aber ganz schön weh. Aber anders wird man kein guter Hahn. Also los. Kick, 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 kick. Oh je. Das klingt ja wie ein kleines Mäuschen mit Schluck auf. Da oben wird mir ganz schwindlig, Papa. Und dann auch noch krähen, so laut es geht. Warum muss ich überhaupt so laut krähen? Papa ruckelt mit dem Kopf. Nur so kannst du später auf den Hühnerhof Acht geben, mein Sohn, die Katze verjagen und die Hühner vor Feinden warnen. Ein Hahn muss laut krähen können. Der Hahn kräht und wir Hennen legen die Eier. So ist das nun mal. Das sagt Mama. Jo, ja, so ist das. Mama legt fast jeden Tag ein Ei. Aus einem dieser Eier ist Heinrich geschlüpft. Das ist noch gar nicht so lange her. Und dann hat sie auf ihn aufgepasst. Mama hat aufgepasst, dass Heinrich sich nicht verläuft, dass er nicht in den Teich fällt, dass die Gänse nicht nach ihm schnappen, dass er es immer warm und kuschelig hat, auch in der Nacht. Da ganz besonders. Mama passt auf ihre Eier und auf ihre Küken auf. Und Papa behält den ganzen Hühnerhof im Auge. Auf andere aufpassen ist schön, findet Heinrich. Aber die kleinen Küken hüten, das muss besonders schön sein. Die sind so klein und so flauschig und so niedlich, wenn sie über den Hof purzeln. Heinrich will lieber jetzt Küken hüten, als später den Hühnerhof zu bewachen. Findet der Papa das gut? Gütiger Gartenzwerg, sagt Papa, Küken hüten? Als Hähnchen? Wo gibt's denn sowas? Ei, 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 sagt Mama. Ausbrüten wirst du sie wohl auch noch? Ja, warum nicht? Wer gibt Heinrich ein Ei zum Brüten? Bei Tante Edeltraut und Tante Waltraut hat Heinrich kein Glück. Schau mal, die halten ihre Eier gleich fest. Die wollen ihre Eier lieber selbst ausbrüten. Auch die Entenmama gibt keines ihrer Eier ab. Sie schüttelt den Kopf und sagt, dass er gar nicht wisse, wie das geht. Heinrich ist ein bisschen traurig. Aber so schnell gibt er nicht auf. Ein merkwürdiges Geräusch kommt aus dem Schilf am Teichrand. Es klingt wie wop, wop, wop. Heinrich linst durch die Halme. Dort sitzt ein dicker Frosch.
Man kann gar nicht erkennen, ob es ein Mama-Frosch oder ein Papa-Frosch ist. Aber er sieht freundlich aus. Was glaubt ihr? Gibt der Frosch ihm ein Ei? Nein. Ein Ei möchtest du haben zum Brüten? Der Frosch bläst die Backen auf. Ich habe sehr, sehr viele Eier gelegt. Aber mitgeben kann ich dir leider keins. Froscheier brütet man nicht aus. Die müssen einfach nur im Wasser liegen. Schaut mal hier, da sind die ganzen Froscheier. Und was kommt aus den Froscheiern raus? Wisst ihr das? Wer weiß, was das ist? Sebastian? Warte mal. Ja? Kaulquappen. Ja, genau. Sehr gut. Ein schweres Wort. Gleich nach dem Teich kommt die Kuhweide. Und da liegt noch etwas. Etwas kleines, helles, rundes. Fast wie klein, hell und rund, fast wie ein Ei. Heinrich muss sich das anschauen. Wenn nur die Kühe nicht so groß wären. Unter einer Kuh durch, die gerade mit ihrer langen Zunge Grashalme abdeckt. Sie bemerkt Heinrich gar nicht. Puh, Glück gehabt. Das Eiding ist schön weiß und kugelig. Ist das ein Ei? Es ist ganz bestimmt kein Ei. Aber immerhin sieht es aus wie eins und niemand will es haben. Papa rümpft den Schnabel, als Heinrich das Eiding nach Hause bringt und in den Hühnerstall kullert. Was willst du mit dem Bällchen? Fragt er. Ich will brüten, sagt Heinrich. Morgen ist das aber vorbei, knurrt Papa. Im Stall schart Heinrich ein wenig Stroh zusammen und setzt sich vorsichtig auf das Eiding, um es zu wärmen. So wie Mama das immer macht und die anderen Hühner. Tante Waltraud und Tante Edeltraud hocken auch auf ihren Nestern. Sie recken die Hälse, um zu sehen, was er da tut. Gucken alle so ein bisschen erstaunt, oder? Und wundern sich, dass der da auf dem Ball sitzt und einen Ball brütet. Guck, kick, guck, 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 kick, guck, guck, guck. Trotzig sitzt Heinrich auf dem Eiding, hält es warm und übt. Guck, guck, guck. Dann ruft Papa ihn auf den Hof hinaus. Sohn, sagt er, wenn ich alt bin, musst du die Aufsicht über den Hühnerhof übernehmen. Deshalb soll Heinrich jetzt wieder Krähen üben. Heinrich seufzt. Aber Papa hat ja recht. Er flattert also auf den Zaunpfahl und bläht die Brust auf. Gleich geht's los. Achtung! Kikeriku! Kukukukuki! Kukirikukukuk! Das war jetzt aber wirklich ganz schön laut. Papa guckt trotzdem ein bisschen komisch. Mama auch. Mama spricht mit Papa. Dann gibt sie Heinrich eines ihrer Eier. Aber gut drauf aufpassen, sagt sie und bringt ihm noch einen dicken Wurm. Brüten macht nämlich hungrig. Heinrich hat schon das Eiding aus dem Nest geschubst und das echte Ei hineingekullert. Und dann brütet er. Immer wieder kommt Mama nachsehen, ob er das auch richtig macht. Papa kräht und passt auf, dass sich auch kein gefährliches Tier in die Nähe der Hühner wagt. Und Heinrich brütet und brütet viele Tage lang. Er wagt es kaum, sich zu bewegen. Eine Fliege brummt um seinen Kopf. Das Stillsitzen wird unbequem. Aber mehr als kurz weggehen, um schnell etwas zu essen, traut er sich nicht. Ganz vorsichtig streckt er mal ein Beinchen, weil es ganz schön steif ist. Es juckt ihn am Bürzel. Aber da kommt er jetzt mit dem Schnabel leider nicht hin. Da! Das Ei bewegt sich. Aufgeregt springt Heinrich herunter. Schon bilden sich Risse in der Schale und man sieht zerzauste gelbe Federchen. Mama, ruft er so laut er kann. Papa! Mama kommt angerannt und auch Papa und die anderen wollen gucken.
Bald liegt da ein Küken und fiepst atemlos. Piep, 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 piep. Es ist noch gar nicht flauschig. Es sieht sogar ziemlich zerrupft aus. Tja, Heinrich, sagt Papa, das ist jetzt wohl dein Küken. Er ruckelt mit dem Kopf. Ein Brüderchen, sagt Mama und guckt ganz verliebt. Jetzt bist du ein Bruder und ein Papa, gluckst Tante Edeltraut fröhlich. Heinrich hält das Bruderküken schön warm. Schau mal hier, der nimmt das ganz fest in die Arme. Das Bruderküken lernt schnell laufen. Immerzu will es zum Teich hinüberwackeln und nach den Enten gucken. Es ist ein mutiges kleines Küken und Heinrich, Bruderpapa, muss den ganzen Tag aufpassen, dass ihm nichts passiert. Er guckt und gluckt und gluckt und guckt und manchmal muss er auch krähen. Dann kommt das Bruderküken ruckzuck zu ihm zurück. Mama findet, dass Heinrich das richtig gut macht. Papa staunt, dass sein Sohn tatsächlich brüten, auf ein Küken aufpassen und dabei auch noch krähen kann. Das hat er noch nie gesehen, das muss er zugeben. Das Bruderküken findet seinen Bruderpapa sowieso toll. Wenn es größer ist, wird es bestimmt richtig laut krähen lernen, genau wie seine beiden Papas. Schließlich soll es später die Katze verjagen. Und wenn es dann auch mal brüten will, kann Heinrich ihm zeigen, wie das geht. Und das ist das der Ende der Geschichte heute. Kikeriki! Kikeriki, ja, wollt ihr alle einmal mit Kikeriki schreien? Kukuruku! Oder Kukuruku, genau, das geht auch. Kukuruku geht auch.